Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Wochenauftakt hier nach dem zweiten Advent, 5. Dezember. Ich grüße Sie ganz herzlich zum JFD-Devisenradar, will aber Gott mal auf die Lage hinweisen, die wir hier sehen. Nach dem Ausgang des Referendums sehen wir den Euro heute stärker und wir hatten dazu am Freitag hier auf dem JFD-Desktop schon eine, ja, kleine Analyse, eine kleine Einschätzung gemacht zum Euro gegenüber dem US-Dollar vor den Non-Farm-Payrolls und eben der Entscheidung in Italien. Und wir sehen hier den Wochenchart zum Euro-US-Dollar, der hier an diesem Unterstützungslevel eben knapp unter 1,06 heute hier sozusagen auch sein Reversal findet. Und ja, es scheint so, als hätten wir hier zumindest erstmal Reaktionspotenzial auf der Oberseite und Euro-US-Dollar ja aktuell auch schon 124 Pips gelaufen. Dürfte interessant sein, wie weit das Ganze jetzt hier noch geht. Ja, letztlich, wie gesagt, ein Sieg für die Demokratie, so scheint es. Und ich will jetzt hier gar nicht weiter politisch werden. Wir wollen uns jetzt vielmehr den anderen Währungspaar widmen und ich habe hier den oder das vielmehr, das britische Pfund gegenüber dem kanadischen Dollar mitgebracht. Hier ein ja, FX-Pair aus der zweiten Reihe, dennoch einen Blick wert, wie ich finde, denn wir haben hier zum einen eine charttechnisch sehr interessante Konstellation mit dem Hintergrund, dass wir hier auch ein saisonales Setup haben, was wieder sehr, sehr interessant daherkommt und ja. Schauen wir erstmal auf die charttechnischen Umstände. Wir sehen hier einen ganz klaren Abwärtstrend beim britischen Pfund gegenüber dem kanadischen Dollar mit neuen Verlaufstiefs, die hier zurückführten bis auf die Niveaus aus 2013. Das ist natürlich nicht wirklich schön, aber was soll man sagen, wir haben jetzt hier einen gewissen Erholungsmodus gestartet. Nachdem es letztlich hier dann sozusagen mehr oder weniger beim britischen Pfund auch eine gewisse Bereinigung gab. Vielleicht ist jetzt auch alles in Butter. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass natürlich hier die Geschichte mit dem Brexit und auch die EU-Verträge, die noch eine Weile laufen, eben alles seine Zeit braucht. Grundsätzlich sehen wir aber hier beim Währungspaar selber, was natürlich hier mit dem kanadischen Dollar und auch Öl im Kontext natürlich immer wieder interessant zu sehen ist, denn das Währungspaar hängt natürlich mit dem Kontext des kanadischen Dollars, vielmehr mit dem Ölpreis natürlich auch im Kontext, aber eine Schwäche hier beim kanadischen Dollar, ergo eine kleine Schwäche beim Ölpreis und eine Stärke beim britischen Pfund lässt hier durchaus weitere Preissteigerungen zu. Zumal wir hier charttechnisch, wir gehen mal hier vom Hoch des Septembers aus, eine schöne Abwärtstrendlinie konstatieren könnten, sage ich schon. So. Und wir sehen hier eine sehr, sehr schöne, punktuell häufig getroffene Abwärtstrendlinie, die jetzt hier sozusagen als kleine Hürde im Weg steht, aber sozusagen auch als Signallinie dienen kann. Denn wir haben hier zumindest eine Art oder die Art eines symmetrischen Dreiecks, eine gewisse Bodenbildung, die hier läuft. Wir haben dieses einste Unterstützungslevel 1067, 1067, 10. Diese Zone rührt hier seit den Tiefs vom Juli her. Diese Zone. Einst Unterstützung hier mit Aufgabe ganz klar sozusagen als Widerstand umformuliert, dann aber hier eine gewisse Seitwärtsbewegung und dann eben hier im Novemberverlauf durchaus wieder eine Unterstützung gefunden in diesem Preisbereich. Und das ist eben etwas, was sehr interessant erscheint. Und wenn wir jetzt noch den saisonalen Bias dazu betrachten, dann zeigt sich hier ein Long Setup, meine lieben Zuschauer. Nämlich während der letzten 21 Jahre ganzen 16 Treffer führt zu einer Quote hier von über 75%. Der durchschnittliche Gewinn hier bei 254 Pips, das ist eine Hausnummer, gegenüber 157 Pips auf der Südseite. Und wenn wir das mal nach unten aufrollen, haben wir hier kumuliert die ganzen Trades und einen sehr, sehr ansehnlichen Performance-Chart, wie ich finde. Und darauf kommt es an, meine lieben Zuschauer. Das werden wir jetzt mal ein Stück weit unter die Lupe nehmen. Also mit dem heutigen Close, wer es spekulativ mag, könnt ihr jetzt schon einsteigen. Aber mit dem heutigen Close, mit Ausblick auf die kommenden 5 Handelstage, hier speziell schauen wir uns das kurz an. Bis zum 12.12. Halt hier, bis zum 12.12. britisch Pfund, kanadisch Dollar, durchaus long interessant. Gut, und was haben wir gesagt? Wir nehmen mal die Rahmenparameter und ziehen das mal ein Stück weit zusammen. 254 auf der Nordseite. Ergo, wenn der Ausbruch erfolgt, und das könnte man technisch hier durchaus mit dem Hoch der Vorwoche initiieren, machen wir da eine Widerstandszone draus. Während theoretisch technisch 254 Pips denkbar. Dürfte genau bis in diese Widerstandszone hier führen. Also 5 Tage, wie gesagt. Das wäre die mögliche Chance bei Preisen oberhalb von 1,6982 etwa. Also hier das Hoch vom 1. Dezember wäre hier eine Triggermarke. Und auf der Südseite wären dann entsprechend 157 Pips das Risiko.
So sieht das mal aus. Ergibt ergo ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1, roundabout. Ein Stück weit runter, aber letztlich hier einen kleinen Vorteil, der sich durchaus lohnen könnte. Rein charttechnisch gesehen wäre natürlich ein Stopplevel hier unterhalb des Unterstützungslevel von 1,67 relativ praktisch, würde aber natürlich zu einem negativen Chance-Risiko-Verhältnis führen, auch wenn wir das jetzt hier mal sinnbildlich darstellen mit dem Ausbruch. Sehen Sie, hätten wir hier sogar ein negatives Chance-Risiko-Verhältnis, 257 Pips rund gegen 310 oder auch 300, ergibt hier keinen klaren statistischen Vorteil. Insofern sollte man hier dann lieber den Stopp enger setzen, zumal auch der Trade selber, wie gesagt, ja nur 5 Tage anvisiert ist und das bedeutet, man sollte dem Trade hier auch gar nicht so viel Zeitraum geben. Wenn er anläuft, dann sollte er dynamisch anlaufen und dann auch relativ schnell ins Ziel laufen. Hier oben aber, wie gesagt, das Widerstandslevel bietet sich eigentlich ganz gut an als mögliche Zielzone und insofern denke ich mir, ist das für den Wochenauftakt eigentlich ein ganz interessantes Setup, ein ganz interessanter Bias. Aber vergessen Sie natürlich nicht, es gibt Fehlausbrüche. Wir haben heute zum Beispiel 10.30 Uhr noch News, den Einkaufsmanager-Index. Da gibt es immer wieder Bewegungen beim britischen Pfund. Und wir haben auch am Mittwoch insbesondere einen ganzen Haufen an Daten aus Great Britain. Insofern natürlich hier immer wieder Obacht geben. Schwankungen zu diesen Newszeiten sind hier natürlich eher normal und die Regel als die Ausnahme. Insofern immer aufpassen, das britische Pfund neigt ja eh dazu, relativ schwankungsfreudig zu sein. So, das aber mal, wie gesagt, die Chance zum Wochenauftakt, meine lieben Zuschauer. Warten wir mal ab, was der Markt draus macht. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.